Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Diejenigen von euch, die mir auf Twitter folgen, haben sicher festgestellt, dass ich aufgrund von meinem Schulstress gerade wenig Zeit für YouTube übrig habe. Ein Video zu produzieren umfasst mehrere Arbeitsschritte, die ungefähr bis zu 10 Stunden dauern können. Und diese habe ich leider nicht jede Woche über. Aber da mir mein Hobby und meine Zuschauer sehr am Herzen liegen, habe ich einen Mitarbeiter eingestellt, der mir ein bisschen diese Arbeit abnehmen wird. Wie macht man eigentlich ein YouTube-Video? Der erste Schritt bei der Produktion eines YouTube-Videos ist das Drehbuch. Eine Idee bekommt eine Struktur und wird zu einem chronologischen Text zusammengefasst. So, dann würde ich sagen, dann packen wir da hinten die beiden Fanclips noch dran. Dann lassen wir die Szene mit dem Bengalo auslaufen. Ja, und dann würde ich sagen, kann aber auch schon die Endcard dran. Baymax, hast du mitgeschrieben? Schritt 2. Das Studio aufbauen. Bei dem Studio geht es darum, einen besonders guten Bildausschnitt aufzubauen. Der Hintergrund wird schön eingerichtet und auch die Lampen, Kameras und Stative müssen aufgebaut werden. Nein. Schritt 3. Der Dreh. Hier muss sich der Darsteller konzentrieren, um einen möglichst authentischen Eindruck zu machen. Die Bild- und Tontechnik liegt jetzt beim Kameramann. Dieser muss bei Bewegungen besonders auf die Bildschärfe achten. Jo Leute, mit diesem Video hier möchte ich mich bei Chan & Tens und dem Rest von Apple World Pictures Team bedanken für all das, was mir durch Apple World Pictures ermöglicht wurde. Außerdem geht auch ein großes Dankeschön raus an die Toten Hosen, da mir ihr Musik im Spiel. Schritt 4. Nach dem Dreh werden die Daten auf den Rechner übertragen. Um vor dem Schnitt den Kopf frei zu bekommen, wird erstmal die Fanpost beantwortet. Briefe und Geschenke werden zur Seite gelegt, frankierte Rückumschläge werden mit Autogrammkarten bepackt und zurück zum Absender geschickt. Schmerz, Blut, bei mir auch frei ist. Wie hat das nun eigentlich reagiert? Das ist irgendwie, Ich hatte vor Jahren mal einen Autounfall, so zufällig an meinem Geburtstag. Ich, oh mein Gott, was macht der denn da? Schritt 5. Die Königsdisziplin. Der Schnitt. Hier ist höchste Präzision und Konzentration gefragt. Es geht schließlich darum, den Zuschauer nicht zu langweilen, sondern ihn zu unterhalten und seine Konzentration aufrecht zu erhalten. Hey Baymax, wie läuft's mit dem Schnitt? Darf ich schon mal reinsehen? Sind wir Helden und alle Diebe? Angeklagt wegen Hochverrat. An uns selbst und der Vergangenheit. Und dem, was hier mal war. Hey, das hast du echt gut gemacht, Baymax. Aber wie wär's, wenn ich jetzt weitermache? Du kannst ruhig eine Pause machen, wenn du möchtest. Schritt 6. Das Thumbnail. Möglicherweise noch wichtiger als das Video selbst, das Anzeigebild auf YouTube, welches die Aufmerksamkeit und die Neugier wecken soll. Meist entscheidet diese über die endgültige Klickzahl. So, dann lassen Sie gleich mal Feierabend machen. Du hast doch schon das neue Thumbnail zum Musikvideo fertig. Darf ich das mal sehen? Ja, ja, gute Mitarbeiter zu finden ist nicht leicht. Jo Leute, erstmal ein riesiges Dankeschön an die... Es gehört euch! An die Jonisch dafür, dass sie dieses wundervolle Kostüm getragen hat. Baymax, ein riesiges Robo-Wabohu, kommt übrigens am 22. Januar in die Kinos. Komm schon! Ich bin nicht schnell. Ach, was du nicht sagst. Los, los! Ein paar andere YouTuber haben mit diesem lustigen Kostüm auch noch ein Video gemacht. Diese findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auf das Video von Apple Pictures könnt ihr übrigens hier klicken, um darauf zu kommen. Direkt daneben könnt ihr abonnieren, um nichts zu verpassen. Und daneben sind die Kanäle von Jonisch und The Clavinova verlinkt. Danke für eure Hilfe, Leute. Ich wollte die Jungs sagen, aber du bist ja kein Junge. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten, ne? Piep, piep.